Formelles vorweg, wer sich traut und geimpft ist, der kann die Maske abziehen. Ich glaube, das erleichtert bei den Temperaturen ein wenig das Atmen. Ein besonderer Tag heute. Und deswegen freue ich mich, Sie alle hier, euch alle hier im Rathaus begrüßen zu dürfen. An erster Stelle natürlich heute. Nicht ganz gemäß dem Protokoll, ich weiß, aber man möge mir das verzeihen. Lieber Jürgen, freue ich mich, dich hier heute begrüßen zu dürfen. Es geht ja heute um dich und freue mich natürlich auch, dass deine Frau, deine Beste, sie herzlich willkommen, dass zumindest zwei ihrer eurer drei Kinder, Sonja, Olaf, dass die mitgekommen sind. Und Stefan, hast du heute Morgen gesagt, die Anreise aus Berlin, das wäre tatsächlich ein wenig weit, kann man ja nachvollziehen. Ganz besonders möchte ich natürlich auch unseren Landrat, Rainer Kubat, begrüßen. Herzlich willkommen. Nur Ehrengäste hier und selbstverständlich Herrn Dittmar als Präsident der Handwerkskammer und Herrn Mütze sowie den Herrn Brühl und den haben wir jetzt noch, den Dr. Schmal als Stadtverordnetenvorsteher. Ich gehe jetzt einfach mal der Reihe nach. Hartmut Otto als erster Stadtrat, mein Stellvertreter. Fritz Haupel. Eine Doppelfunktion quasi als Stadtrat und Stellvertretender der Kreishandwerkskammer. Und dann haben wir noch den Herrn Kalbe, ebenfalls als Stellvertreter der Kreishandwerkskammer. Und unsere Stadträte, die Frau Wagner, der Herr Michael Maiweg und unseren Stadtverordneten und Fraktionsvorsitzenden Klaus Stützle sowie die beiden Pressevertreter. Ich glaube, jetzt habe ich es auch. Ja. Ehrenbrief des Landes Hessens, eine ganz besondere Auszeichnung für Menschen, die sich mindestens, so heißt es schön in den Vorgaben, 12 Jahre in besonderer Weise sozial, politisch oder kulturell engagieren. Jetzt hatten wir mal kurz überlegt, politisch. Du hast zwar eine Meinung politisch und hast die auch oftmals schon kundgetan. Genau 12 Jahre. Genau 12 Jahre? Habt ihr was verwollt? Okay. Der aufgelöst. Ach so, okay. Aber das hat mich dann an der Stelle, das sollen auch andere nachher deinen Werdegang so ein bisschen Revue passieren lassen. Jedenfalls, wir kennen uns schon ewig, oder du kennst mich länger als ich dich kenne. Die Firma Weste ist schon ewig mit der Wartung unserer Heizungsanlage betraut. Von daher, und mit dem Stefan war ich sogar mal kurzzeitig im Kindergarten zusammen. Sonja war mit meiner Schwester zusammen, Kindergarten und Schule, ne? War es ja richtig? Olaf, gut, man hat sich halt ja, so vom Sehen. Und ich weiß, früher Sportveranstaltungen und sonst irgendwo, wo es eine Möglichkeit war, dass ihr das unterstützen konntet mit der Firma Weste. Und ich sag mal, Firma Weste gibt es seit 102 Jahren, das habe ich ja heute Morgen gehört und gelernt. Habt ihr euch schon immer engagiert im Rahmen der Möglichkeiten, wie es gepasst hat? Also früh hat man die Firma Weste auf den Bannern der Fußballspiele gesehen und auf verschiedenen Flyern. Und insbesondere, was mir dann so, wo ich dann politisch aktiv geworden bin, in Erinnerung ging, ab 2006 natürlich im Rahmen der Landesgartenschau, ganz großes Engagement deinerseits, sei es die Schneebirkenpflanzaktion gewesen und die zuletzt von dir initiierte Geburtenallee, nenne ich es mal, also für Enkel, Kinder und Neugeborene, die Kirschblüten, die Zierkirschenallee unten im Landesgartenschaugelände Königsberg. Darüber hinaus, deswegen hatten wir heute Vormittag schon den Pressetermin, ist der Jürgen Weste seit 25 Jahren, also seitdem es das Folk Festival in Bad Wildungen gibt, treuer und dauerhafter Sponsor dieser Veranstaltung und ich sag mal ein Vierteljahrhundert. Immer egal, welche, ob es einem wirtschaftlich gut ging oder schlecht ging, hat er die Treue gehalten und es ist einer der ersten Sponsoren, die diese Veranstaltung unterstützt haben und mittlerweile muss man auch sagen, einer der letzten. Am Anfang waren es relativ viele, jetzt sind es noch 4, die übrig geblieben sind, aber du hältst die Treue. An der Stelle natürlich auch im Namen der Wildunger Bürger und der Stadt ein riesengroßes Dankeschön. Kennengelernt, wie gesagt, auch über meinen Vater haben wir uns so als Alt-Wildunger zusammen. Gibt es natürlich immer verschiedene Veranstaltungen.
Du warst nie einer, der seine Meinung hinterm Berg gehalten hat. Du hast deine Meinung auch mal lautstärker vertreten, aber nie, sag ich mal, unkorrekt gewesen bei der ganzen Sache, sondern es hatte dann auch schon seine Begründung ganz laut geworden. Menschen wie dich, von dem immer mitgearbeitet in der Firma, also nie jetzt den Chef raushängen lassen und sagen, dafür habe ich meine Angestellten. Nee, wenn es hart drauf ankam, warst du auch derjenige, der mit eingegriffen hat, der sich nicht zu schade war, die Finger schmutzig zu machen. Und die dann auch noch die Zeit finden, sich mit den kulturellen Dingen seiner Heimat sich auseinanderzusetzen und dann auch noch, wahrscheinlich mit Absprache der Frau gehe ich mal von aus, Dinge zu beraten, was können wir denn unterstützen und was nicht, was ist unterstützenswert und was nicht. Und das, wie gesagt, über diesen langen Zeitraum, das ist auf alle Fälle diese Ehrung wert. Und ich freue mich und ich bin gespannt, was wir gleich an ein paar harte Zahlen, werden wir wahrscheinlich schon hören, zu erfahren, noch ein bisschen mehr aus deinem Werdegang. Ich weiß, Kreishandwerkskammer, Handwerkskammer, Bildungsmeister. Ich möchte gerne wissen, wie viele Leute du selbst ausgebildet hast im Betrieb und wie vielen Leuten du die Prüfung abgenommen hast. Und wie gesagt, ein besonderer Tag. Und ich freue mich, dass du hier Gast sein kannst. Und freue mich auch, dass die geladenen Gäste so erschienen sind, wie sie heute hier sitzen. Und bin gespannt auf die Worte, die wir jetzt hören. Vielen, vielen Dank. Das waren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, schon sehr angenehme und wohltuende Worte, die du über Herrn Jürgen Wesse gefunden hast. Imponierend das ehrenamtliche Engagement abseits seiner Tätigkeiten im Bereich des Handwerks, nämlich das soziale Engagement hier in und für die Stadt. Auch ich habe nachgelesen und diese wunderschöne Geste mit den Zierkirschen im Gartenschaugelände gelesen und das Engagement eben auch für die kulturelle Arbeit in dieser Stadt. Das ist sehr bemerkenswert. Ihnen allen gilt mein herzlicher Gruß. Ich freue mich, dass eine so prominente Gesellschaft am heutigen späten Nachmittag hier im ehrwürdigen Rathaus zusammengekommen ist. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank dafür, dass Sie Jürgen Wesse diese wunderbare Ehre zuteil werden lassen. Ich kam gerade, ich möchte es gerne erwähnen, ich habe es im kleinen Kreise schon gesagt, kam gerade aus Bromskirchen. In Bromskirchen fand heute nach so langer Zeit der erste Seniorennachmittag wieder statt. Kleiner Kreis, nicht so viele, aber was man gemerkt hat, die Menschen waren unglaublich dankbar, dass sie sich mal wieder haben treffen dürfen. Das Bedürfnis danach ist so groß und diese Worte werde ich, glaube ich, in meinem Text gleich auch noch einmal aufgreifen. Und denn, verehrte Festgemeinde, wenn wir heute zu dieser Feierstunde zusammengekommen sind, dann natürlich in erster Linie aus dem Grund, einen verdienten Bürger dieser Stadt und dieses Landkreises für sein außerordentliches, freiwilliges Engagement zugunsten der Gemeinschaft zu würdigen. Andererseits, so sehe ich das jedenfalls, ist diese Feierstunde auch ein weiterer Schritt hin zu einem Stück Lebensnormalität, einem Zustand also, auf den wir alle, nicht nur die Senioren, von denen ich eben sprach, auf den wir alle schon seit rund eineinhalb Jahren haben verzichten müssen. Zusammenkünfte von Menschen durften nur sehr begrenzt und unter erheblichen Sicherheitsauflagen stattfinden. Viele Konferenzen und Besprechungen wurden stattdessen online, das heißt per Video, durchgeführt. Naja, das war einerseits ganz gut so, denn Leben musste ja auch unter dem Schatten der Pandemie weitergehen. Aber irgendwann wird man es, ehrlich gesagt, ja auch ein Stück weit leiden. Aber andererseits hat uns diese Form der virtuellen Konversation deutlich gemacht, wie sehr, und diese Erkenntnis ist unglaublich in mir in den letzten Wochen gereift, wie sehr wir doch schlicht und ergreifend die persönliche Anwesenheit anderer Menschen brauchen. Der Mensch ist ein Gemeinschafts-, ein Solidarwesen und fühlt sich im direkten Austausch mit anderen Menschen schlicht und ergreifend am wohlsten. Wir alle freuen uns auf den Tag,
an dem einmal alle Beschränkungen fallen werden und wir uns wieder normal und ungezwungen begegnen können. Diese Feierstunde bringt uns eine kleine Vorahnung davon, wie es dann wohl sein kann. Keine Frage, die Auflagen, die unser Leben in den vergangenen Wochen und Monaten überschatteten, waren beileibe keine Willkür, sondern sie mussten schlicht und ergreifend sein, um die Macht eines kleinen, unsichtbaren, aber gleichwohl sehr gefährlichen Gegners des Virus zu brechen. Wir sind jetzt auf einem guten Weg dahin. Die Inzidenzzahlen von uns gerade mal etwas über 3 sprechen eine klare Sprache, mahnen uns dessen ungeachtet aber auch weiterhin zur Vorsicht und dürfen nicht Sorglosigkeit um sich greifen lassen. Wir alle wissen, testen ist wichtig, lüften auch und all die bekannten Regeln, aber was uns wirklich hilft, ist schlicht und ergreifend das Impfen, und wir tun gut daran, jeden Menschen mitzunehmen auf dem Weg dahin, denn das bietet uns allein die Sicherheit, die wir brauchen, um auch in den kommenden, und sie werden kommen, auch in den kommenden, wieder zum Winter hin neigenden Monaten gewappnet zu sein. Und erlauben Sie mir noch den kleinen Hinweis an dieser Stelle, sagen Sie es auch weiter, dass wir impfen müssen. Wir beginnen bald mit einer Kampagne, Herr Bürgermeister, und ich bereite da auch schon etwas vor, für die Kinder ab 12 Jahren. Ich halte es für dringend wichtig und geboten, dass wir diese Gruppe der noch Minderjährigen deutlich in den Fokus nehmen und ihnen den hinreichenden Schutz zu gewähren. Aber zurück zum eigentlichen Anlass dieser Feierstunde. Unser Staat, 75 Jahre, das Land Hessen in diesem Jahr, hat von Anfang an auf die freiwillige Mitwirkung seiner Bürgerinnen und Bürger in allen Bereichen gesetzt. Freiwilliges Engagement ist ein Charakteristikum, lieber Jürgen, von demokratischen, freien und auch pluralistischen Gesellschaften. Sei es in der Politik, in den Vereinen, die den sozialen Kitt unserer Gesellschaft darstellen, sei es in Kirchen und Glaubensgemeinschaften, die Möglichkeiten bürgerschaftlichen Engagements sind breit gestreut und vielfältig. Hier Herr Jürgen Beste, dem ich heute im Auftrag des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier den Landesehrenbrief überreichen darf, ist hier in seiner Heimatstadt vor allem als Heizungsbau- und Installateurmeister bekannt. Er gehört damit einer Berufsgruppe an, die in den Augen der breiten Bevölkerung höchstes Renommee genießt. Das manchmal leider im Gegensatz zu Politikern. Das Handwerk hat aber auch seine berufsständischen Organisationen, die auf der Basis des Ehrenamtes funktionieren. Und hier, genau hier, hat sich Jürgen Beste in vorbildlicher Weise eingebracht. Seine bekannteste Tradition ist sicherlich die des stellvertretenden Kreishandwerksmeisters, die er seit 1996 innehat, also 25 Jahre oder, lieber Jürgen, ein Vierteljahrhundert. Ja. Er war stellvertretender Obermeister bzw. Obermeister in seinen Fachrichtungen, brachte sich aber auch in den Prüfungsgremien mit seiner unbestrittenen Kompetenz immer wieder und überall ein. Mittlerweile trägt Jürgen Beste den Titel eines Ehrenobermeisters. Er war Vertreter im Gesellenprüfungsausschuss, zunächst als Arbeitnehmer, dann als Selbstständiger. Für den Innungsvorstand arbeitete er, das habe ich nicht gewusst, zeitweise auch sogar als Pressewart, liebe Conny. Die Funktion eines Meisterbeisitzers übte Jürgen Beste sowohl im Schlichtungsausschuss als auch im Ausschuss für Berufsbildung aus. Seine Innung vertrat er einerseits im Landesinnungsverband, andererseits in der Kreishandwerkerschaft. Im Fachverband SAK Sanitär, Heizung und Klimatechnik nahm er im Laufe der Zeit ebenfalls verschiedene Aufgaben wahr
unter anderem die eines Beisitzers im Rechnungsprüfungsausschuss. Auch bei der Handwerkskammer, verehrter Herr Dittmar in Kassel, wollte man nicht auf den Sachverstand und die Kompetenzen von Herrn Weste verzichten. Deshalb gehörte er dort von, auch wieder so lange Jahre, von 99 zunächst der Vollversammlung an und ab 2008 dem Vorstand. War ordentliches Mitglied im Haushalts- und Finanzausschuss und zeitweise sogar dessen Vorsitzender, also des H&F-Gremiums. Von 2014 bis 2021 engagierte sich Jürgen Weste erneut in diesem Ausschuss. So war es nur folgerichtig, dass Herr Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans-Peter Wolfseifer, und Kammerpräsident, damals noch Heinrich Tengel, vor fast einem Monat Herrn Weste mit der goldenen Ehrennadel der Handwerkskammer Kassel ausgezeichnet haben. Eine große Ehre. Ich hoffe, dass ich damit wenigstens die wichtigsten ehrenamtlichen Tätigkeiten von Herrn Jürgen Weste erwähnt habe. Sollte ich etwas vergessen haben, was ja offenbar der Fall sein kann, so kannst du dich, lieber Jürgen, kannst du das gleich gerne selbst noch nachtragen. Angesichts der Vielfalt der Tätigkeit von Herrn Jürgen Weste und der langen Dauer seiner Tätigkeiten, die sich von 1975 bis heute erstrecken, also eine gewaltige Spanne von über insgesamt 45 Jahren, ist die Vergabe des Landesehrenbriefes an dich mehr als gerechtfertigt. Ich danke Ihnen und dir sehr für das Wirken, das man tatsächlich nur mit Anerkennung und mit großem Respekt zur Kenntnis nehmen kann. Darf ich nun bitten, zu mir zu kommen? Ich möchte dir gerne die Urkunde verlesen und richte vorab, liebe Frau Weste, meinen Dank natürlich auch an Sie und auch an die Kinder, die ein solches Engagement natürlich in der Familie immer auch mittragen. Herzlichen Dank. Ja. So, dann mag ich die Urkunde verlesen. Ehrenbrief des Landes Hessen. Zur Würdigung langjähriger ehrenamtlicher Leistungen werden Herrn Jürgen Weste Bad Wildungen für die Verdienste um die Gemeinschaft Dank und Anerkennung ausgesprochen. Wiesbaden, schon früher ausgestellt, den 2.6.2021, Volker Bouffier, hessischer Ministerpräsident, der Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg, mein Name. Dankeschön. Gratulieren. Ja, Augenblick, ich muss aber die Brille aufsetzen. Du stehst im Vordergrund. Ja, mach mal auf. Leerer Umschlag, ne? Oder mal mit dir her. So, da wird ja noch eine Nadel angesteckt. Soll ich halt weglegen? Hat schon mehr davon. Das muss auch sein. Schulter neigt sich langsam. Hast noch was dabei? Bist du damit einverstanden, wenn ich deiner Frau die Blumen gebe? Ja. Mach mal rechts. Tasche? Und dann kommen noch ein paar Briefe, die lege ich jetzt hier hin. Dann kannst du dir eine Hände nehmen. Liebe Frau Weste, das ist mir auch eine besondere Freude. Ein kleiner Dank. Ich kann eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen. Ohne Ehrenamt würde nämlich die Selbstverwaltung in unserem Handwerk und in unserer ganzen Organisation überhaupt nicht funktionieren und ein erhebliches Maß an Qualität einbüßen. Und diese Qualität macht eben den Wirtschaftszweig Handwerk so stark. Sie haben ihm seinen Erfolg bis heute gesichert und glauben Sie mir, viele Länder, nicht nur in Europa,
schauen da schon neidvoll nach Deutschland und wollen diese Modelle und Strukturen zum Teil kopieren. Diese Qualität zeigt sich eben in dem ehrenamtlichen Einsatz von Handwerksmeistern, Handwerksmeisterinnen, Gesellinnen, Gesellen in, das eben schon angeklungen, natürlich in Umenskreis Handwerkerschaft, in Fachverbänden und natürlich auch in den Kammern. Beispielsweise bezieht unser gesamtes Prüfungswesen, und das ist ja eine hoheitliche Aufgabe, die wir als Kammer zu vollziehen haben, unser Prüfungswesen basiert eben gerade darauf, dass Prüferinnen und Prüfer im Einklang mit ihrer täglichen Arbeit im Betrieb diese Prüfungen abnehmen. Lieber Jürgen Weste, an dieser Stelle soll es nun natürlich um deinen Einsatz in der Handwerkskammer Kassel gehen. Und der war, Herr Huber, Sie haben das aufgezeigt, sehr vielfältig und jahrzehntelang eigentlich geprägt von dir. Ich werde jetzt das, was Herr Huber eben angedeutet hat, nochmal so ein bisschen verfestigen in den Zahlen. Und selbstverständlich wird natürlich das Bild erst umfassen, wenn der Kollege Kreis Handwerksmeister Mütze vielleicht dann auch nochmal hier so ein bisschen seine Arbeit in der Kreishandwerkerschaft beleuchtet. Verantwortung in einer Handwerkskammer oder in der Handwerkskammer Kassel zu übernehmen, heißt Verantwortung für das gesamte Handwerk in Nord-, Ost- und Mittelhessen zu übernehmen. Die Wertschätzung für das, was du alles in diesen Jahren für die Kammer geleistet hast, das durften wir schon, auch das ist eben angeschoben, vor ein paar Wochen zum Ausdruck bringen, mit dem Ausscheiden aus der Vollversammlung, mit dem Ausscheiden aus dem ein oder anderen Ausschuss und aus dem Vorstand, haben wir dich dann mit der goldenen Ehrennadel der Kammer Kassel geehrt. Das ist im Übrigen die höchste Auszeichnung, die wir als Kammer zu vergeben haben. Jürgen Weste wurde im Juni 1999 in die Vollversammlung gewählt und ebenfalls im Juni 2008 in den Vorstand der Handwerkskammer. Seit seiner Wahl war er in den Vollversammlungsausschuss Recht und Organisation sowie im Gewerbeförderausschuss für das Handwerk in Nordost- und Mittelhessen tätig. Im Haushalts- und Finanzausschuss arbeitete er von 1999 bis 2008 mit und übernahm gleich den Vorsitz dort. Von 2014 bis 2021 engagierte er sich dann erneut in diesem Ausschuss. Im Berufsbildungsausschuss, Jürgen, und so habe ich dich kennengelernt, eigentlich eine echte Herzensangelegenheit von dir, warst du von 94 bis 2000 stellvertretendes Mitglied und von 9 bis 21 ordentliches Mitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses von 2014 bis 2021. Damit deckt dein Einsatz für die Kammer nahezu alle relevanten Arbeitsfelder der Kammer ab. Während sich der Ausschuss Recht und Organisation natürlich mit den Fragen rund um unsere Organisation befasst, tut das der Haushaltsausschuss im Zusammenhang natürlich mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln für Beratungs- und Dienstleistungsangebote. Im Berufsbildungsausschuss stehen komplexe Fragen zur Ausbildung an. Und da werden Dinge wie Berufsschulstandorte diskutiert, da wird über die Art der Ausbildung diskutiert, da wird über die Bildungseinrichtungen gesprochen, über die Ausrichtung und auch über die Durchführung der überbetrieblichen Unterweisung. Der Gewerbeförderausschuss sucht hingegen neue Wege, um die Betriebe, insbesondere ihre Unternehmensführung, zukunftsträchtig aufzustellen. Wir schauen, dass wir unser Beratungsangebot natürlich auch da auf die Gegebenheiten anpassen, die die Betriebe kennen sollen. Jörg, es fehlt eigentlich nur noch der Personalausschuss, dann wäre deine Tätigkeit in allen relevanten Bereichen eigentlich abgedeckt gewesen. In all diesen Jahren habe ich dich als konstruktiven Kollegen und Partner kennengelernt. Das Argument, das haben wir immer so gemacht, zählte für dich zum Glück nicht. Deine Bereitschaft war groß, vieles zu hinterfragen, zu fragen, warum die ein oder andere Regelung so sein muss oder ob Dinge immer gleich laufen müssen. Aber dein Einsatz war immer pragmatisch. Das ist für einen Handwerker das Aussuchen. Du kanntest das Wünschenswerte, das hattest du in den Augen, aber du hast dem Möglichen am Ende immer doch den Vorzug gegeben. Aber ein schönes Beispiel darf ich am Ende nochmal zitieren, wo du auch gezeigt hast, dass du bereit bist, neue Wege zu gehen und innovativ zu sein, war deine Teilnahme an einer Kammerreise nach Island. Dabei ging es um das Thema Geothermie, was natürlich für einen Heizungsbauer spannend ist, was uns gerade im
Zusammenhang mit der Diskussion um die Nachhaltigkeit natürlich heute mehr noch interessiert als vor einigen Jahren, als du da warst. Die regenerative Energiegewinnung ist für den Klimawandel was ganz Entscheidendes und findet natürlich in Island sicherlich leichter statt als bei uns. Aber ich glaube, lieber Jürgen, das war eine Reise, wo im Übrigen auch noch eine Bekanntschaft mit dem Staatspräsidenten sich ergeben hatte. Eine Reise, eine Bereicherung für dich und für dein Wirken auch in der Kammer. Ja, ich höre jetzt auf, im Prinzip noch weitere Tätigkeiten hier aufzuzählen. Ich habe mich auf die Wesentlichen beschränkt. Lieber Jürgen, glaub mir, ich freue mich. In diesen ganzen Jahren ist, ich darf das an dieser Stelle sagen, mir auch ein Stück weit Freundschaft gewachsen. Darf dir von der Kammer Kassel, von dem Präsidium, von dem Vorstand auch die herzlichsten Glückwünsche überbringen für diese Auszeichnung. Und wir freuen uns natürlich, dass ein Handwerksmeister eine solche Auszeichnung an dieser Stelle überreicht wird. Ich bedanke mich. Von der Kammer etwas Handfestes, Jürgen, bitte. Aber du darfst es in der Familie aufteilen. Ja, lieber Jürgen, der Sinn, der jetzt rübergebracht wurde, dass du den Ehrenbrief erhältst, ist ziemlich rübergebracht von Bürgermeister, von Landrat und auch von unserem neuen Kammerpräsidenten, was du geleistet hast. Ja, die offizielle Seite, Jürgen. Frau Weste, lieber Landrat, Dr. Hubert, Bürgermeister, Urteil und Westermann-Präsident Wiedmar. Die kommunale Politik von der Bildung, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen der Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg mit den anwesenden stellvertretenden Kreishandwerksmeister Fritz Faubel, Guido Kalbe und dem Hauptgeschäftsführer Gerd Brühl haben wir einen guten Rahmen, eine schöne Feierstunde für dich organisiert, insbesondere dem Präsidenten war der tolle Blick aus dem Fenster raus aufgefallen, was das für ein tolles Ambiente ist. Ja, wir sind zusammengekommen, weil wir dem langjährigen Vorstandsmitglied der SRK-Innung und von der Kreishandwerkerschaft, dem Ehrenobermeister und stellvertretenden Kreishandwerksmeister Jürgen Weste aus Bad Bildung den Ehrenbrief des Landes Hessens verleihen wollen. Dies ist eine Ehrung, die nur wenige Menschen zuteil wird. Daher freut es mich, mit dem gesamten Waldeck-Frankenberger Handwerk, dass du, lieber Jürgen, diese Würdigung heute erfahren kannst. Dies ist eine Anerkennung für die vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die du für das Handwerk in unserer Region geleistet hast. Du bist fast 30 Jahre für die Handwerksorganisation in führender Position unterwegs. Du hast früh erkannt, dass mit einer starken Basis der Grundstein für eine wirksame und nachhaltige Interessenvertretung der Handwerksorganisation vor Ort wird. Du warst bereit, dich über das normale Maß für die Handwerksorganisation auf den verschiedenen Ebenen jederzeit einzusetzen. Ein Zitat vom Hauptgeschäftsführer Gerhard Brühl war dann immer, wenn es irgendwo am Klimmen war, warst du mit aktiv, bei der Kammer: Wenn du den Jürgen brauchst, sprech ihn an. Oder was mir so ganz bezeichnet war, so im Jahr 2018, Hessentag, wir hatten Qualitätsprüfungen im Fleischerhandwerk. Du hattest in relativ kurzer Zeit nicht nur von Island den Ministerpräsidenten, den Präsidenten, sondern auch unseren Ministerpräsidenten Bouffier mit den handwerklichen Gegebenheiten und das Handwerk zu erklären. Analog waren wir dann auch in 2018, waren nur Feierlichkeiten, auch am Weinfest der hessischen Landesregierung. Auch da wurde das Thema und das ABC des Handwerks vorgetragen von mir in einer Art und Weise, habe eigentlich geschunden, jetzt sage ich es mal so ein bisschen als Nebeneffekt für den Hauptgeschäftsführer Gerhard Brühl, er kriegte dann immer von der EU die Mitteilung und er musste dann Stellungnahmen abnehmen, wenn irgendwelche Handwerksdinge im Argen waren. Also so überzeugend war unter anderem unser Auftritt, insbesondere Jürgen Deiner. Das ist mir so gerade als junger Kreishandwerksmeister noch in Erinnerung geblieben wo ich denke, das ist was Besonderes und da muss man auch besonders sein. Die Kontaktfreundlichkeit. Ja, verzichten
Präsident. Herr Gegenbar sagt zwar, von der Kammer noch ein bisschen tiefer einzugehen, was du in der Kreishandwerkerschaft geleistet hast, möchte ich ein bisschen flacher halten. Wir haben ja festgestellt, dort in Zeiten, ja auch erwähnt hast, mit dem 70. ist Schluss, und wir dann erkannt haben, oder du selber aufgedeckt hast, welche Positionen jetzt alle zu bedecken sind und abzudecken sind. Haben nochmal durchgeschnauft und haben auch zwei Sitzungen gebraucht, um entsprechend adäquat dann Ersatz zu bringen. Aber ich bin mir absolut sicher, also Herr Bürgermeister Gutteil, in Bindungen haben Sie wirklich Führungsspieler. Mit dem Fritz Faubel bin ich absolut sicher, jemanden auch an der Seite zu haben, der in die Fußstapfen tritt. Aber ich habe mir das auch sagen lassen, es sollen andere Spuren laufen und nicht die Fußstapfen rausbringen. Deswegen von den Aufzählungen möchte ich ein bisschen Abstand halten, aber in Anbetracht der Tatsache der Olympischen Spiele, so ein Zehnkämpfer, der ja wirklich auch in der Leichtathletik viel zu leisten hast, kannst du sehr gut mithalten, was du in dieser langen, langen Zeit gebracht hast. Da fragt man sich schon, reicht da ein 24-Stunden-Tag? Kann man das alles schaffen? Macht man das alles? Aber wir haben es ja vorhin schon gehört, das Ehrenamt, das Kitt des Lebens, und unsere Gesellschaft wird dadurch auch zusammengehalten, wenn man solche Persönlichkeiten hat. Und ohne das Ehrenamt geht halt vieles nicht. Und auch das ist ja schon erwähnt worden, Prüfungswesen, ein Steckenpferd von dir. Ohne unsere Basis, von unseren Gesellen, von unserer Ausbildung, ist der Fachkräftebedarf, den wir benötigen, nur wäre noch größer. Dein immenser persönlicher Einsatz wäre natürlich nicht möglich gewesen, auch da, wenn ich in die Familie reingucke, wenn dann eine starke Kraft dahinter ist, Frau Weste, insbesondere müssen die Frauen meistens dann auslecken oder ausbaden, egal wie dann ihr Laulau manchmal ist, aber warum muss sie dann auch los, ne? Diese Dinge, weil es brennt ja auch zu Hause dann während der Arbeit, der Maschinenraum muss ja besetzt bleiben. Also das ist schon eine große Leistung, die auch von der Familie, insbesondere Frau Weste, von ihrer Seite gekommen sind. Und deswegen der Blumenstrauß, den machen wir gleich, wenn der, bin ja auch gleich fertig, wenn der Jürgen auch sein Flachgeschenk bekommt. Deswegen, lieber Jürgen, die Kreishandwerkerschaft mit seinen 2000 Mitgliedsbetrieben. Wir fahren mit 12.400 Beschäftigten, also die 12.400 Beschäftigten stehen heute stellvertretend hier mit mir, der wir dafür wirklich großen, großen Dank und Respekt zollen wollen. Und auch da, ich muss gestehen, Herr Bürgermeister, wir haben so ein kleines Flachgeschenk vorbereitet. Dann musste ich allerdings erstmal, man hat ja den Google immer dabei, mit den AWWIN, also die Aktionsgemeinschaft Bildunger Wirtschaftsförderung, haben wir ein kleines Flachgeschenk dabei. Und wir, Jürgen, alles, alles Gute für die Zukunft und alles erdenklich Gute. Und ich bin absolut sicher, und das so habe ich dich auch immer kennengelernt, wenn irgendwo eine Frage ist für den, der jetzt mal in die Fußstapfen, auch wenn sie etwas daneben abgelaufen werden, du bist da, du stehst hinter dem Handwerk nach wie vor. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich im Namen aller Präsidium, Geschäftsführung bedanken. Vielen Dank. Ich habe es jetzt einfacher, so ein Nachgeschenk. Ja, Dankeschön. Ja, bitte schön. Das macht jetzt der Hauptgeschäftsführer. Das macht auch. Ja. Aber bedanken möchte ich mich trotzdem noch bis dahin. Danke. Ich darf die Gelegenheit auch wenigstens nicht als politischer Vertreter, ich weiß gar nicht, was ich hier bin eigentlich. Als Nachbar vielleicht. Als Nachbar. Machen wir es als Nachbar. Ja. Wir sind in schräger Vernachbarschaft aus meinem Elternhaus an der Röhrigstraße. Jürgen Weste, wir kennen uns, da bin ich noch mit dem Motorrad rumgefahren, glaube ich, da unten. Aber ich kenne deinen Sohn, der in die Sackgasse etwas schneller manchmal rüber drauf gefahren ist. Aber das sind alles so kleine Anekdoten und Geschichten oder so. Also ich möchte jetzt deine beruflichen Werdegang, da ist glaube ich nichts mehr zu viel zuzufügen. Aber dennoch denke ich tatsächlich, die Vorredner sagten es bereits, und das erlebe ich auch als Kommunalpolitiker im Verlauf, wenn man keine Partnerin an der Seite hat,
dann bleibt ziemlich vieles liegen, sage ich jetzt mal. Und auch die Kinder müssen das mitspielen. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, von wegen, wie das mit meiner Familie aussah, ich mache seit 1992 Kommunalpolitik, aber es geht nicht um mich. Hast du keine Frau an der Seite, hast du die Kinder nicht, die auch das mittragen, glaube ich, dann ist auch so einiges in der Richtung nicht möglich. Aber was habe ich gelernt? Der eine Sohn von mir ist ja nur auch im Handwerk, zwei im Elektrohandwerk unterwegs. Aber sagen wir mal, ohne Handwerk, das habe ich dann selbst auch schon öfter mal gemerkt, ja, zum Vorgespräch, die da auch schon gesagt, von wegen, deine Kollegen, ich bin jetzt nicht bei dir als Kunde tätig, sage ich jetzt mal, aber die Vielfalt ist ja da hier im Badwildung, was das Gewerbe angeht. Und da muss ich sagen, wenn man erstmal wartet auf den Handwerker, weiß man es umso mehr zu schätzen, dass der Handwerker auch kommt. Also von daher gesehen, ich hoffe, es geht A, geschäftlich weiter mit der Firma Beste. Das denke ich, das wird so geregelt sein. Und natürlich auch im Handwerk, auch in Zukunft entsprechend an der Seite mit den Bürgern auch. Und die Kommunalpolitik, naja gut, ich sage mal, was ist nicht so wichtig wie das Handwerk, sage ich jetzt mal. Von daher gesehen würde ich jetzt auch eher den Blumenstrauß, der vom Ortsverband, das sage ich nicht von meiner Partei, vielleicht von der ganzen Politik, kommt. Das war der schwarze Schlüssel und Grund, also von dem einfach schon. Genau. Also von daher darf ich das an die Frau Höster weitergeben und Frau Schaar mich nochmal bedanken. Vielen Dank. Du hast auch recht reden. Aber genau, Frau Beste, bleiben Sie bitte stehen. Okay. Das kann die ganze Zeit, die der Jürgen im Ehrenamt verbracht hat und sich für seine Firma eingesetzt hat, kann Klaus Blum nicht wieder gut machen, die Sie auf Ihren Mann verzichten mussten. Nichtsdestotrotz auch ein riesengroßes Dankeschön an Sie, dass Sie immer zu ihm gehalten haben, ihn auch immer beraten haben und auch weiterhin hinter ihm stehen. Das weiß ich, dass Sie da auch so ein bisschen den Zünglein an der Waage spielen, damit er den ganz fremd kalibriert. Und Jürgen, dir auch im Namen der Stadt Bad Wildungen herzlichen Glückwunsch, du hast es mehr als verdient. Alles, alles Gute. Und wir wissen ja, es ist noch schöner zu sehen, dass der Betrieb in der Familie bleibt, übernommen wird. Und dann steht in den nächsten 100 Jahren vielleicht und hoffentlich nichts im Wege. Von da vielen, vielen Dank nochmal und alles Gute. Vielen Dank. Wo soll ich anfangen? Ich danke euch allen für die Bereitschaft, die Zeit zu opfern. Das ist nicht immer selbstverständlich, aber in so einem Rahmen, denke ich, geht mir gerne hin. Ich möchte mich bedanken bei all denen, die mir ermöglicht haben, überhaupt den Fuß in das Ehrenamt so reinzukriegen, wie ich ihn bis heute gehen durfte. Es hat angefangen, ganz witzig, natürlich mit dem Gesellenprüfungsausschuss. Mein Gesellenbrief kriegst du nur, wenn du auch als Beisitzer von den Arbeitnehmern reingehst. Das war Walter Paul, sein Vater, der mir das angehängt hat, Gänsefüßchen. Und so fing meine Zeit mit Ausbildungsleuten, mit Auszubildenden, Lehrlingen, rauf und runter in allen Facetten an. Ich habe es gerne getan bis zum letzten Tag. Wir haben am letzten Tag noch Entscheidungen gefällt, die ich mir früher gewünscht hätte, aber mittlerweile umgesetzt werden, dass ein Teil der Prüfungen, die man zwischendrin ablegt, mit angerechnet werden. Ich hätte es gerne bei den Meisterprüfungen in einzelnen Blöcken. Das hat mir sehr gut gefallen in Island, dass die 6 Monate im Studium einen Schein gemacht haben und dieser Schein war dann gesammelt irgendwann bis zur Meisterprüfung. Da brauchte man mindestens 6 Scheine. Das ist also, hat mir gefallen, muss ich sagen. Nur das System, es wurde zu 70% von der Gewerkschaft geführt.
Und bei der Gewerkschaft musste man den Antrag stellen, wenn man eine Meisterprüfung machen wollte, um sich selbstständig zu machen. Das heißt also, ohne gewerkschaftlich organisiert zu sein, ging gar nichts. Mag für die gut sein, für manche weniger. Aber wir brauchen alle. Und unsere Gewerkschaftler in unserem Vorstand habe ich kennengelernt, bis zum letzten immer kompromissbereit. Man hat alles feststellen können, gesehen, wo sind Probleme, wie müssen sie weg. Und wir waren immer kollegial, wir haben nie gekämpft miteinander, wir haben diskutiert. Aber es gab nachher eine einzige Meinung, die aus der Kammer nach draußen getragen wurde. Und das vermisse ich oft in einer politischen Schule. Lieber Reinhard, ich habe einen Schwiegervater als Beamten gehabt. Handwerk, ja, der hat dann irgendwann mal gesagt, wo ist denn dein Mann? Es ist doch 5 Uhr durch, der müsste doch Feierabend haben. Ja, ich habe gesagt, Feierabend ist dann, wenn der Arbeit erledigt ist, oder ich habe keinen Beamtentum. Irgendwann wurden die Handwerker berufen in den Landkreis, in einen Ausschuss, der damals neu gegründet worden ist und zur Verwaltung der gesamten Immobilien, weißt du, was ich meine? Und da habe ich 12 Jahre, wie heißt das? Als Wahlbeamter, das war weg, ja. Als Wahlbeamter tätig sein können, habe so manchen Kampf mit deinen Vorgängern gehabt. Dass wir Haus Waldeck noch heute haben auf Nalanei, ist ein Verdienst, was ich mir zuschreibe, sage ich ganz offen und ehrlich. Das ist gut. Es ging auch damals darum, Geld zu beschaffen. Die Sparkasse, die Kasseler Bank war damals bereit nach einem Gespräch unter 6 Augen, ihr wollt, stellen wir zur Verfügung. Und der Landrat, der war dann etwas geplättet, dass nur ein Handwerker diese Bausumme geschafft hat. Aber so viel zu meinem Beamtentum. Ich habe dann die Ernennungsurkunde meinem Schwiegervater auf den Tisch gelegt und habe gesagt, so, ein bisschen bin ich jetzt auch dabei. Ja. Ich habe die ganzen Jahre versucht, für unser Handwerk nach Möglichkeit das Beste rauszuholen, was rauszuholen ist, egal wo es ist. Es war natürlich schön, wenn man auf Island den Präsidenten trifft. Ich hatte es gleich gesehen, wie wir dahin fuhren. Oh, sein Auto steht da, der läuft hier rum, den schnappen wir kurz. Das war also felsenfest. Und er war sehr begeistert, obwohl Folgetermine ihn drückten, hat er fast eine halbe Stunde mit uns zusammengesessen, sehr gut Deutsch mit uns geredet, hat erst angefangen, wo wir herkommen, ja so und so. Das Kassel, ja, dann kann ich ja anständig mit euch reden. Und dann fing er an und hat mit uns Deutsch geredet. Dann habe ich ihn gefragt, wo er, ja, ich habe 3 Semester in Hamburg studiert. Und da habe ich Deutsch gelernt. Er war sehr begeistert darüber, dass wir als Kammer, als Handwerk, einen Vertrag mit einer isländischen Ausbildungsorganisation geschlossen haben für einen Austausch unserer Auszubildenden, das nicht der einzigste ist. Ich glaube 14 haben wir insgesamt, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit 14 Ländern stehen wir also ständig im Austausch. Und um auch den Auszubildenden die Möglichkeit zu geben, über den Tellerrand zu gucken. Das hat mir geholfen in vielen Funktionen. Man hat immer gesagt,
meine Kreishandwerksmeister damals, alles, was innerhalb Waldeck-Frankenberg ist, ist der Kreishandwerksmeister zuständig. Jürgen, alles, was Ausland ist, bist du. Ich war der Außenminister, egal wo es nun war, ob es für das hessische Handwerk war, auf Bundesebene. Unseren Kreishandwerksmeister kannte man vom Namen, aber gesehen hat man ihn auf diesen Veranstaltungen nie. Das war auch auf der einen Seite gut, weil da noch keine Zerpflückung da ist und ich habe es gerne gemacht. Manchmal waren auch schöne Fahrten dabei, Potsdam, Stuttgart, solche Dinge, wo wir unsere Frauen dann mitgenommen haben. Sollte ja auch ein bisschen Abwechslung mal reinkommen, nur zu Hause warten. Ja, ich bin froh, dass ich eine Familie habe, die das mitgetragen hat. Olaf hat mal irgendwann die Krise gekriegt und hat gesagt, schon wieder weg, schon wieder weg. Jetzt schreibst du mal jede Minute. Und dann bin ich irgendwo, kam das in die EDV. Und nach 2 Jahren kam er und sagt, weißt du eigentlich, wie lange du weg bist? So. Ich sage, nee, hat mich auch bis heute nicht interessiert. Ja. Zusammen als normale Arbeitszeiten für das Jahr. Das war natürlich dann auch das Wochenende, das waren Abende, da ist man mal eine Stunde weg gewesen, hat irgendwo bei Wolfgang Winter zum 100-jährigen Firmenjubiläum die Glückwünsche gebracht oder ist nach Arolsen gefahren zur Firma Klare Fensterbau. Klare? Nee. Das ist Müllbau. Hebe. Ah, Hebe, genau. Hebe. Hebe. Da durfte ich dann die Glückwünsche überbringen im Auftrag unseres Waldeck-Frankenberger Handwerks und auch der Kammer. Und angehängt hat sich ganz kurzerhand dann die IHK, weil der Präsident Fissmann mich angerufen hat, hat gesagt, ich habe gehört, du fährst dahin, da brauche ich dich, du kannst unsere Grüße mitmachen. So. Das ist eben so sinngemäß Verbindungen, die dann auch gut sind und helfen. Ich werde natürlich mich zurückziehen. Ich werde aber nicht von der Bildfläche verschwinden. Dafür stehen 21 Bäume in der Warteschlange. Ich habe jetzt so einen Plan mir ausdrucken lassen von euch, damit ich jetzt mal anfange einzutragen, wo noch was hin kann. Ich habe noch Gedanken mit einer Hochzeitsallee in Reinhardshausen. Was hast du mir mal gesagt? Es kommt immer darauf an, wer schiebt. Ja. Und ich denke mal, ich werde mal einen Flyer mit einem aus dem Haus hier fertig machen und werde den unten bei den Hochzeiten mal sehen, dass wir in Reinhardshausen diesen kahlen Weg runter von der Reinhardshöhe den einen oder anderen Baum dann vielleicht doch da hinkriegen. Ich traue, du brauchst die Pflanzen. Gut. Mach die Werbung dafür. Bedanken möchte ich mich für das Lob. Für nochmal die tatkräftige Unterstützung, wenn meine neben mir, hinter mir, vor mir mich nicht hätten walten lassen in vielen Dingen, dann wäre manches nicht so gekommen, dann hätte ich vieles auch nicht bewegen können. Karl-Heinz Göbel hat auf einer meiner ersten Sitzung von den nordhessischen Kreishandwerkerschaften gab es etwas Probleme mit einem Geschäftsführer der Kammer. Und dann habe ich nur meinen Karl-Heinz angeguckt und der machte nur ich, du. Und dann musste ich die bittere Pille damals beibringen, was aber zum Schluss ins Positive gegangen ist. Es wurde dann
oft mit mir telefoniert, um Entscheidungen ins Gremium zu bringen. Wenn ich dafür war, war das Gremium schon überstimmt. Das waren so seine Worte immer. Und, naja, lang ist es her oder auch kurz. Ich bedanke mich bei allen fürs Kommen und möchte jetzt zum Glas Sekt, was ich nicht bringen durfte. Nee. Ich habe nur gefragt, gibt es Gläser? Ja. Ich sage, dann bringe ich. Nein. Ich sage, gut, ich möchte gerne ein paar Häppchen. Nein. Ich sage, dann schickt er mir wenigstens eine Rechnung. Nein, die schon gar nicht. Das ist Sache vom Rathaus. So, dann bedanke ich mich. Hoffe, dass wir alle gesund bis jetzt, toi toi toi, sind wir alle, zumindest meine Familie, gut durchgekommen. Und hoffe, dass wir auch weiterhin gesund bleiben können. Und freue mich am Ende des Monats auf unser Fort im Park. Wobei ich immer noch an dem Gärchen bin, mit der Gitarre musst du ein Lied spielen. Zu 25 müssen wir das hinkriegen. Meine Frau hat heute 1,5 Stunden sind dazwischen. Da brauchen die meisten weg. Ich sage, das versuchen wir mal zu übertünchen. Vielleicht spielt er ja dann mal 2 Lieder so als Zwischen. Und ich freue mich, dass ich 25 Jahre das mitmachen durfte. Als Gründungsmitglied, so beschimpfe ich mich, der Jon und ich, wir saßen bei einem Bier am Tisch und er sagt, was hältst du denn davon, ich habe da so eine Schnapsidee. Ich sage, ja, ich sage, fange mal an und sammel mal. Und wie gesagt, die Connection hat er. Und so ist es zustande gekommen. Und dann ging die Sponsorensuche los, wobei die Waldecker Bank sofort dabei stand. Sofort.